Hallo Freunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Sonntagsupdate. Freunde, ich habe schon seit langem etwas im Kopf, was ich jetzt gemeinsam mit euch umsetzen möchte. Und dafür brauchen wir eine ganz bestimmte Sache. Die packen wir jetzt aus, denn ich habe den günstigsten Prusa Mini auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Ah, ihr seht schon, ein originaler Prusa-Karton. Nein, Freunde, es ist tatsächlich kein ganz neuer und es ist auch nicht das neueste Modell, denn ich habe hier, wie ihr schon lesen könnt, einen ganz normalen Prusa Mini gekauft. Kein Plus, das ist also einer der ersten Drucker, die rauskam. Und den packen wir jetzt aus. Zack, zack. Mal schauen, was wir jetzt hier haben. So, ich bin jetzt selber ein bisschen gespannt. Gut, Zeitungspapier. Aha, da ist ja sogar eine Menge an Zubehör dabei. Hier sehen wir das alte Netzteil sogar noch. Das habe ich schon einmal. Aber mein erster Mini, der wurde schon auf das Plus-Modell umgerüstet. Genau, was haben wir hier noch? Sämtliche Ersatzteile, USB-Stick, alles, was damals dabei war. Sogar die originale Anleitung ist dabei. Hier haben wir noch ein glattes Druckblech. Das sieht aber auch sehr wenig benutzt aus. Das sieht sehr gut aus. Wir werden aber sowieso nachher wahrscheinlich ein anderes Blech verwenden. Das hier geht in meinen Prusa Mini mit der Jobbox, dass ich da eine Platte mehr drin habe, denn da benutze ich ja die originalen Platten. So, weiter geht's. Aha. Oh ja, das ist echt wie original verpackt hier. Schaut euch das an. Wirklich mit den original Schaumstoffstücken. Dann hoffe ich auch mal, dass der kleine Freund hier heil angekommen ist. Und da ist er. Freunde. Aber selbst wenn jetzt irgendwas nicht ganz heil sein sollte, naja, ich erkläre euch gleich, was wir vorhaben. Denn der Drucker wird nicht so bleiben, wie er hier ist. So, wir haben jetzt hier die untere Druckeinheit hier mit dem Druckbett. Bisschen eingestaubt, aber das sieht doch ordentlich aus. Soweit bisher alles okay. Der braucht auf jeden Fall mal eine Grundreinigung, aber das werden wir sowieso noch machen. So, und hier haben wir jetzt auch schon das zweite Teil mit dem Auslegearm. Zack. Alles ein bisschen dirty, aber ansonsten sieht das echt wenig benutzt aus. Und hier seht ihr auch schon, das ist der alte Sensor mit der gelben Spitze. Der fliegt wahrscheinlich auch raus. Vielleicht kaufen wir einen neuen, vielleicht machen wir auch was ganz anderes. Schauen wir mal. So, das packen wir jetzt erstmal beiseite hier. Ist noch was im Karton drin? Wahrscheinlich nicht so viel. Was haben wir hier? Ach, das Display, natürlich. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Denn das Mainboard und sowas, das werde ich nicht verändern. So, das sollte alles sein. So, Freunde, wir haben jetzt hier einen ganz normalen Prusa Mini, so in der ersten Generation, wie er damals auch erschienen ist. Ich sag mal so, das wird ja auch ein ganz toller Drucker sein, aber ihr kennt mich, ich habe ja schon viel davon. Also warum habe ich mir jetzt noch einen gekauft? Ganz klar, Freunde, ich habe Lust auf richtig basteln. Ich sehe unfassbar viele Videos von euch, wie die Software gecrackt wird, wie sämtliche Umbauten hier dran gemacht werden, ein Direktextruder zum Beispiel, ein zweiter Arm, und ich will das auch. Und zusammen mit euch möchte ich den Prusa Mini Pro bauen. Und ich finde, das ist eine geile Idee, denn ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. So, ich habe hier auch schon Zeichnungen mitgebracht. Viele von euch, die sich vielleicht ein bisschen mit dem Thema Prusa und MK3S schon länger auseinandergesetzt haben, kennen wahrscheinlich das Wort Bear Upgrade. Und das möchte ich mit dem Prusa Mini machen. Das heißt, hier seht ihr schon die Zeichnung. Das ist jetzt eigentlich die MK3S Bear Upgrade Version. Aber der Rahmen an sich wird ziemlich identisch. Und das ist meine Idee. Das heißt, wir werden den gesamten Rahmen eigentlich komplett wegtun und werden alle Komponenten in diesen neuen Rahmen einbauen. Zusätzlich habe ich richtig Lust, hier einen Direktextruder drauf zu bauen. Und vor allen Dingen, dass wir hier ein richtig vernünftiges Hotend einbauen. Vielleicht bauen wir sogar ein Revo Hotend ein, das wäre natürlich mega cool. Mit dem Sensor müssen wir mal gucken, was wir da machen. Auf jeden Fall brauchen wir wahrscheinlich noch weitere Motoren,
einige Aluprofile, die habe ich mir auch hier schon aufgeschrieben, was man dafür denn kaufen müsste. Diese Linearführung, die jetzt rund ist und 8 mm beträgt, die würde ich vielleicht auch gerne auf eine richtige massive Linearführung umbauen. Dementsprechend müssten wir hier auch andere Gleitlager verbauen. Aber ich denke, für erstens lassen wir vielleicht auch die runden. So, Freunde. Und wenn ihr jetzt eine richtig krasse Idee habt, was wir aus diesem Drucker bauen können, wie das weitergeht, dann schreibt das unbedingt unten in die Kommentare, wozu ihr Lust habt. Denn ich habe auch nur ein bisschen was im Internet gesehen. Vielleicht habt ihr noch mehr gesehen. Coole Ideen. Lasst uns das Projekt gemeinsam so cool wie es geht nur umsetzen. Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. So, Freunde, aber bevor wir den Prusa Mini Pro bauen, würde ich sagen, baue ich den Drucker jetzt noch einmal so zusammen. Wir werden noch einen letzten Testdruck machen, das machen wir ganz schnell. Freunde, ich habe jetzt schon mal wieder ein paar Stunden recherchiert. Es ist nicht so einfach. Ich weiß wirklich noch nicht, was wir hier wirklich Tolles draus basteln. Denn allein die Größe des Rahmens zu kalkulieren und welche Art von Rahmen später dieser Drucker bekommen soll, ist nicht so einfach. Aber ich würde sagen, ich habe ja schon mal seit vielen Jahren viele Ersatzteile auf Vorrat hier liegen. In meinen Videos habt ihr öfters mal diese Schublade gesehen, in denen ich sämtliche Kisten mit Schrauben lagere, unter anderem auch meine große Kiste mit sehr, sehr vielen Ersatzteilen, die ich einfach schon mal auf Vorrat gekauft habe. Unter anderem, was haben wir hier? Mini-Fan haben wir hier. Hier haben wir nochmal, nee, guck mal, das ist ein Prusa MK3S-Fan, das wäre schon mal der richtige. Und das hier ist auch der passende, genau. Diese Teile brauche ich dann gar nicht mehr bestellen, weil ich denke, wenn wir das Ganze später in den Rahmen einbauen, kann es sein, dass die Kabel der Lüfter und Sensoren zu kurz sind. Das heißt, wir brauchen alles einmal neu. Aber wie ich sehe, ich habe hier sogar einiges neu. Das ist sehr gut, das packen wir gleich mal beiseite. Dann zum Beispiel, die Riemen werden alle zu kurz sein. Da hatte ich schon mal so ein ganzes Paket Riemen bestellt. Das sind, glaube ich, knapp 5 Meter. Dann habe ich hier verschiedene Umlenkrollen, Originalriemen. Fette, um die Lager zu fetten, aber eventuell bauen wir die Lager ja auch aus und nehmen ganz andere Lager, vielleicht dickere, vielleicht welche aus Kunststoff. Mal schauen. So, was haben wir hier noch? Magneten, Füße. Ach, guck mal, ich habe hier auch noch so viele Füße. Ist ja der Hammer. Dann weitere Frage. Jetzt haben wir ja das normale Prusa Mini Hot Enter verbaut, aber wir könnten natürlich auch so ein ganz normales V6 Hot End verbauen. Davon habe ich auch noch welche liegen. Sind es keine hochwertigen, die habe ich, glaube ich, mal als Ersatzteil gekauft für meinen AnyCubic-Drucker oder wir bauen dann Revo Hot End ein, was natürlich cool wäre mit dieser Wechselnozzle, kennt ihr ja sicherlich alle. Wir könnten aber auch von dieser ganzen Prusa-Geschichte einmal ein bisschen weggehen. Wir könnten auch die gesamte Extrude-Einheit theoretisch vom Foron übernehmen. Das wäre natürlich auch eine coole Geschichte. Da hätte ich nämlich noch eine ganz andere Idee. Da könnte man noch so ein kleines Display mit einbauen. Können wir nochmal drüber sprechen, aber ansonsten, ihr merkt schon, Freunde, es ist ganz schön kompliziert, überhaupt zu entscheiden, was wir da bauen wollen, weil es soll ja wirklich der Pro-Drucker werden. Deswegen ist es ganz wichtig, ich brauche wirklich eure Hilfe, schreibt mal alles unten rein, eure Ideen, was wir daraus machen können, wo man vielleicht auch coole, farbige Alu-Profile kaufen kann. Und dann schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Auf jeden Fall möchte ich auf den Drucker bald Clipper laufen lassen, um Millimeter Parameter anzufahren, die wir vorher noch nie angefahren haben, sprich am besten über 1000 mm die Sekunde. Das wäre natürlich der Knaller. Ich will da auf jeden Fall was Geiles draus machen. Und ich, Freunde, ich hoffe, ihr habt Bock darauf, mit mir gemeinsam das Ganze mal so richtig auszureizen. Freunde, so sieht das aus, wenn man über 10 Prusa Drucker besitzt in allen verschiedenen Varianten und das sind tatsächlich nur die Schrauben, die immer mitgegeben werden, falls irgendwie mal eine Schraube kaputt sein sollte oder fehlt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt tausende Schrauben in bester Qualität und könnte theoretisch hunderte Drucker weiter damit bauen. Das ist der Hammer. Ah, hier ist noch ein Spare-Paket von einem SL1S. Guck
Guck mal, allein diese Teile, auf jeden Fall, wie viel Ersatzteile ich habe. Ich habe allein davon habe ich 4 Stück. Ich habe Füße für Puse. Ich habe diese coolen Kugeln, habe ich auch 10 Stück fast von. Alter, hier brauchen wir gar nicht erst anfangen. Mit diesen kleinen Schläuchen. Alles schon perfekt abgelenkt. Ist der Hammer. Also es ist schon cool, dass man extrem viele Ersatzteile dann auf Lager hat. Weil es kommt ja schon mal vor, dass in so einer Farm das eine oder andere kaputt geht mit der Zeit. Ah. So, Freunde. Aber weil der Drucker jetzt ja schon ziemlich dreckig ist und ich habe jetzt auch tatsächlich nochmal einen Testdruck gemacht. Sieht nicht besonders toll aus. Dem kleinen Prusa Mini geht es jetzt mal so richtig an den Kragen. Die Platte kann auch schon runter. Wir werden später nämlich eine texturierte Platte, pulverbeschichtet, auf den Drucker wahrscheinlich verwenden. Das Druckbett werden wir so lassen. Aber das muss natürlich jetzt auch erstmal alles runter und vor allen Dingen sauber gemacht werden. Das heißt, jetzt geht's ans Zerlegen. So, Freunde, wir haben bereits abgeerntet. Die Riemen, die schmeiße ich in Müll. Die will ich nicht mehr haben. Die müssen eh neu. Wenn ich schon dabei bin, kann man auch vernünftige einbauen. Genau, hier habe ich jetzt erstmal die Extrudereinheit. Die habe ich erstmal so gelassen. Mal schauen, vielleicht bauen wir auch erstmal die ein. Erstmal den Rahmen. Und dann schauen wir mal. Ich bin gespannt auf eure Ideen, was wir hier mit der ganzen Einheit machen können. Ob wir das vom MK3S übernehmen oder ob wir was von Foron übernehmen. Eigentlich habe ich auch überlegt, vielleicht das neue Paket vom MK4 zu übernehmen, aber die Teile sind einfach zurzeit einfach leider noch nicht zu bekommen. Deswegen können wir das wahrscheinlich nicht übernehmen. Wäre natürlich cool, dann wäre das natürlich auch so ein Upgrade in die Zukunft, passend zum MK4 und dem XL-Drucker. Mal schauen. Also, das lasse ich jetzt mal ganz. Wir haben hier das Display, wir haben die ganzen Linearführungen, wir haben die ganzen Schrittmotoren schon ausgebaut. Ich werde aber wahrscheinlich die Z-Achse vom Mini nicht verwenden. Da werde ich einfach 2 neue kaufen vom MK3S. Oder vielleicht habt ihr ja auch gerade zufällig euren MK3S auf ein MK4 umgebaut und habt zufällig noch 2 alte Lineallager von euren MK3S liegen. Das wäre super cool. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Ideen, Teile habt, irgendwie was, keine Ahnung, setzt euch unbedingt mit mir in Verbindung. Ich habe richtig Lust, mit euch hier was Cooles zu erschaffen. So, Freunde, das Mainboard habe ich natürlich auch ausgebaut. Das sieht soweit sehr gut aus. Ist ganz leicht eingestaubt. Der ganze Drucker aber extrem eingestaubt, also ziemlich verdreckt. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Das Mainboard sieht ja noch top aus. Das werden wir auf jeden Fall verwenden. Mit dem dazugehörigen Display natürlich. Und dann wollen wir das Ganze hier ein bisschen cracken und da wahrscheinlich Clipper drauf donnern, um da mal richtig Bums in die Bude zu bringen. Wir könnten ja theoretisch vielleicht auch was mit dem Wi-Fi-Modul hier nachrüsten. Was können wir damit noch Cooles anstellen? Keine Ahnung. Müssen wir uns nochmal Gedanken machen gemeinsam. So, was ist jetzt übergeblieben? Natürlich erstmal der Rahmen. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Vielleicht hänge ich mir den einfach hier hin als Andenken. So, als Grabstein für den alten Prusa Mini. Dann haben wir hier natürlich noch die anderen Kunststoffteile, wo die Linearführungen dann festgemacht wurden von der Y-Achse. Das Extrudergehäuse, das packe ich mir einfach alles weg als Ersatzteil. Keine Ahnung, ob ich das nochmal brauche. Dann haben wir hier natürlich noch ein bisschen Schraubenkram. Die Umlenkrollen für die Riemen, die werden wir auf jeden Fall gebrauchen können. Genau, das können wir auch gebrauchen. Also ich denke, das werden wir alles wieder verbauen. Nur diese paar Teile hier gehen dann erstmal ins Archiv. Und das hier ist eine Kiste voller Teile, die wir noch verwenden können. Und jetzt müssen wir uns mal zusammensetzen und schauen, was wir jetzt noch bestellen müssen für den Prusa Mini Pro. So, Freunde, das war es dann auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid in den Kommentaren sehr aktiv, damit wir gemeinsam den Prusa Mini Pro bauen können. Und Freunde, ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen, gebt meinem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Channel und ich sag wie immer, bis gleich.